Ja, liebe Leute, wir sind hier auf dem 10. Edu-Camp, eine Jubiläumsveranstaltung hier in Ilmenau. Und hier sind jede Menge Menschen hergekommen, um sich mit anderen auszutauschen über den Bereich Web 2.0, Lernen mit digitalen Medien, Bildungsfragen, Schule, Hochschule, informelles Lernen. Jede Menge Leute sind da und die fragen wir jetzt mal, was wir auch die Leute in Heidelberg auf der Straße gefragt haben, nämlich, was müssen Schülerinnen und Schüler heute lernen, um auf die nächsten 40 Jahre Leben und Berufsleben vorbereitet zu sein? Und da sind wir mal gespannt, ob sich die Antworten eher auf Medien beziehen oder ob die Menschen hier auch über den Tellerrand hinausblicken. Eine kleine zentrale Frage. Ich habe vorhin so ein Sketchbook, ja, so ein Sketchnote gesehen. Ne? Wir bereiten die Schüler auf die nächsten Jahre vor und wissen aber noch nicht, was nächste Woche ist. Ich glaube, in dem Spannungsfeld muss man dann da irgendwie antworten. Was sie zentral können müssen? Wissen einschätzen, würde ich jetzt mal so als Tag formulieren. Ja? Also sortieren können. Gut und schlecht oder gut und böse, sinnvoll, Schwachsinn, in dieser Art das unterscheiden können. Ja, das ist ein zentraler Punkt vielleicht. Soweit. Ich weiß nicht, ob ich dafür der richtige Gesprächspartner bin, weil der Bereich Schule einer ist, den ich im Moment nur von einiger Ferne sehe und da bestimmte Teile nur mitkriege. Mein Eindruck lange Zeit ist derjenige gewesen, dass ein Problem ist, wenn diejenigen, die unterrichten, eigentlich nie was anderes gesehen haben als Schule oder Hochschule. Sie sind kommen aus der Schule, haben in die Hochschule gegangen, haben ihr Referendariat gemacht und dann sind sie ihr Leben lang in der Schule als Lehrer dann und sollen dann unterrichten, was draußen passiert. Und dafür fehlt ihnen häufig der Bezug. Das ist, glaube ich, schon immer ein Problem gewesen, aber in dem Moment, in dem Welt sich immer schneller verändert und auch manche Grundsätze die sich verändert, wird das, glaube ich, noch wichtiger, dass die entweder die Welt in die Schule kommt oder aber diejenigen, die in Schule unterrichten, selber in dieser anderen Welt noch mal draußen sind. Sie sollten vor allem in Gruppen zusammenarbeiten können, sollten Projekte durchführen können und sollten natürlich auch mit den neuen Medien umgehen können und sie auch kritisch nutzen. Ich kann da eine Antwort drauf geben, die nicht von mir persönlich kommt, aber die zufälligerweise genau passt und die mich sehr beeindruckt hat, nämlich von Neil Butcher. Das ist ein südafrikanischer OER-Strategieberater, Strategieberater. Und den habe ich das gefragt und der sagte, von wegen, man müsste erstens den Fokus haben, längere Zeit auf ein Problem zu richten, also man müsste sich konzentrieren können. Dann müsste man die Fähigkeit haben, eine Frage zu formulieren in einer Art und Weise, dass man die dann auch in einen Problemlösungsprozess überführen kann. Man muss eine Informationskompetenz haben, drittens, um Informationen auszuwählen, um die Frage anzugehen und dann viertens die Möglichkeiten haben, Entscheidungen zu treffen, die man dann in Handlungen umsetzen kann. Das fand ich eine sehr kluge und auch sehr flüssige Antwort, hat er so locker aus der Hüfte gegeben, das fand ich sehr gut. Ich kann jetzt die Phrasen bringen, Medienkompetenz müssen sie aufbauen, sie müssen die Kulturtechniken des 21. Jahrhunderts mit sich bringen, aber ich glaube, sie müssen vor allen Dingen die diversen Kompetenzen aufbauen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Die Frage ist nur, wie wir das hinkriegen. Wie können denn Lehrer, die jetzt mit Kompetenzen agieren, die für vor 20 Jahren gut waren, wie können die jemanden ausbilden, der in 40 Jahren dann gut dasteht? Also ich weiß nicht, ich kann das schwer beantworten. Also so spontan dann eine Lösung zu finden, also eine Lösung findet man da, glaube ich, an der Stelle eh nicht. Ich glaube aber, dass Schule sich ein Stück weit vom Faktenwissen vermitteln trennen wird. Es gibt so Grundkompetenzen, Grundwissen, was man vermitteln muss, Fertigkeiten, die man vermitteln muss. Wenn Wissen allgegenwärtig in diesen Gadgets ist, brauche ich das Wissen nicht unbedingt auswendig zu pauken, aber ich muss wissen, wie ich mit dem Wissen sinnvoll umgehe und wie ich mit den Informationen, besser gesagt, das ist ja noch nicht Wissen, wie ich mit diesen Informationen besser oder gut umgehen kann, wie ich sie kritisch beurteilen kann. Ich glaube, vielleicht sollte man wirklich eher so auf diese Kompetenzschiene fahren und in der Richtung Schüler voranbringen. Selbstmanagement und Organisation. Das heißt? Das heißt, Schüler müssen lernen, wie die selber halt zurechtkommen, sich organisieren können. Planungskompetenz, glaube ich, heißt es. Dass sie wissen und lernen auch Selbstmotivation.
Also was motiviert mich tatsächlich, Dinge zu tun oder wie, woher hole ich mir Motivation? Und dann auch jeden Tag, nächsten Wochen und so weiter planen und organisieren lernen. Wie kann man das in der Schule erreichen, dass die Schüler das lernen? Indem man Spiele und Aufgaben konzipiert, mit denen man diese Kompetenzen halt lernt. Ups. Ich glaube, Schüler müssen tatsächlich lernen, mit den modernen Medien umzugehen. Umzugehen, sie im Leben zu verarbeiten, dass sie Alltag werden, dass sie sich auch mal trennen können von den modernen Medien, dass sie sie sinnvoll nutzen. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, dass Schüler das Lernen lernen müssen. Vielleicht müssen sie auch lernen, lernen zu lernen. Oder sie müssen lernen, das Lernen lernen zu lernen. Also noch eine Metaebene höher. Aber jetzt fange ich an, durcheinander zu kommen. Teamarbeit. Also wie kann ich mich so organisieren, dass ich meine eigene Zeit irgendwie gut einteilen kann? Und wie kann ich meine Arbeit so organisieren, dass ich mit anderen zusammenarbeite und die sich auf mich verlassen können? Und meiner Meinung nach lernen sie das nicht durch Klassenarbeiten. Ja, ist eine ausgezeichnete Frage. Also ich denke, man sollte sich vor allem stark mit Technik befassen, stark mit Computer, mit Bildung. Ich denke, es schadet nicht, wenn Schüler jetzt schon C-Sharp oder Coding Languages lernen. Ich denke, sowas wird immer wichtiger werden, dass man einfach mehr in diesem technischen Umfeld adäquat umgehen kann. Und das ist so, ich würde da darauf mein Geld setzen, dass man einfach sehr stark technisch basiert ist, dass die Schüler in der Schule bereits zu tippen lernen, dass die alle, wenn sie fertig sind, nicht mehr so tippen, sondern richtig loslegen können, weil ich denke, daran geht kein Weg mehr vorbei. Und darüber hinaus Innovation, Selbstdenken. Ich denke, diese Idee von Großunternehmen, dass man vom Anfang bis zum Ende bei Siemens arbeitet oder sowas, das wird es weniger geben, sondern Leute werden mehr und mehr ihre eigenen Sachen erfinden oder seine eigenen Wege müssen auf ihre eigenen Wege erschaffen. Und ich denke, da ist es so eine technische Grundbildung eigentlich sehr, sehr wichtig. Ja, also die Schüler müssen natürlich mit den modernen Medien umgehen können. Das heißt, zum einen natürlich alles, was jetzt Internet allgemein betrifft, Zusammenarbeit im Internet. Das kann über Plattformen wie Facebook und eine Facebook-Gruppe sein. Aber auch alles andere, ich muss wissen einfach, wie kann ich mit Tools umgehen. Natürlich sollte ich mich auch in dem Videobereich ein bisschen einarbeiten können. Und es kann nie schaden, sich mit den ganzen technischen Geschichten zu beschäftigen, weil das ganz einfach später einen riesen Vorteil bringt. Wenn ich irgendwo eine Stelle suche, und im Prinzip den Leuten sagen kann, okay, und das, kann ich auch problemlos mit arbeiten, müsste mir nicht das alles zeigen, sondern ich bin mit den Dingen schon vertraut. Eigentlich müssen sie die Fähigkeit lernen zu können. Also wie du schon gerade sagst, es ändert sich also ständig was. Das heißt, so das Faktenwissen oder festgestellte Dinge, die es so gibt, verlieren also nicht zwangsläufig an Bedeutung, aber die Fähigkeit quasi, diesen Prozess mitzugehen, diese Entwicklung mitzugehen, sich darauf einzustellen und zu wissen, wie ich quasi selbstständig lernen kann. Ich glaube, das ist eine Sache, die immer wichtiger wird, ob sich das jetzt auf Medien bezieht oder halt auch auf die Gesellschaft. Ich glaube, das macht keinen so entscheidenden Unterschied, aber es ist halt sozusagen die Kompetenz, sich entwickeln und lernen zu können. Ich finde, Sie müssen in erster Linie erstmal sich darüber klar werden, was Ihre Interessenfähigkeiten sind, und Sie sollten offen und neugierig bleiben. Und ich denke, dass es die Aufgabe von Schule und von Lehrkräften ist, Sie darin zu unterstützen. Das heißt, Sie zu ermutigen, Anerkennung und Wertschätzung zu vermitteln und Sie neugierig auf das zu machen, was die Welt da draußen zu bieten hat. Vielleicht sollten Sie so bleiben, wie Sie sind, neugierig, fröhlich, mit Leidenschaft an die Themen gehen, und vielleicht muss man gar nicht so viel ändern, unterstützen.